Tiny Dancer sind, denke ich, ganz stark meine verschiedenen musikalischen Einflüsse hörbar. Zum einen meine Wurzeln, die eher im Singer-Songwriter-Folk-Bereich liegen. Und zum anderen denke ich auch, dass man den Jazz immer wieder aufblinken sieht. Wenn man ganz genau hinhört, raschelt der zwischen den Zeilen. Der Albumtitel Lonely Dancer, also einsame Tänzerin, beinhaltet für mich zwei Ebenen. Zum einen finde ich einen Tanz, der kann was sehr Inniges, in sich Ruhendes, Melancholisches haben. Und zum anderen kann er aber auch ganz ausgelassen sein. Und ich finde, das spiegelt die Musik des Albums wider. Jeder Song hat eine eigene Stimmung. Bei dem Album bin ich auch wieder ein Stückchen weit zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, weil ich viel an der Gitarre komponiert habe. Und deswegen nimmt die natürlich auch eine größere Rolle wieder in der Musik ein. You whisper when you wanna shout, you stammer when you wanna hold your ground. You come and go, but then again, you don't really seem to care. The same old song day in, day out. Ich finde Songtexte ganz toll, die mit einfachen Worten ganz viel sagen. Und deswegen habe ich mir auch wieder viel Zeit genommen, ganz bewusst, um an meinen Songtexten zu feilen. Für mich ist das Schreiben von Songtexten auch immer ein Stück weit eine Suche nach Antworten auf Fragen, die sich mir im Leben stellen. Da geht es natürlich um Beziehungen, sei es zu seinem Partner, zu Eltern, zu seinen Freunden oder zum Leben allgemein. Und ich denke, dass die Texte sehr persönlich sind. Aber dadurch, dass die Themen recht universell sind, jeder sich auch ein Stückchen weit darin wiederfinden kann. Can I let go of all my fears? Will I remain on my own cloud? Or can you pull me to the ground? Please take my hand. Ich habe ja diesmal auch wie bei meinem letzten Album mit einem Produzenten zusammengearbeitet und der Vorteil war, dass ich ihn sehr gut kenne und dadurch ist es einfach so, dass man sich unheimlich schnell direkt sagt, was noch nicht so gut ist, woran man noch arbeiten könnte, aber am Ende ist es dann so, dass so das bestmögliche Ergebnis eigentlich zustande kommt, weil man das ganze kreative Potenzial von zwei Personen komplett ausschöpfen kann. Was auch sehr bereichernd war im Entstehungsprozess des Albums, war, dass Tim sozusagen Multi-Instrumentalist ist und während wir an den Songs gefeilt haben, Ideen gesammelt haben, selber alle Instrumente einspielen konnte und wir dadurch eine ganz genaue Vorstellung hatten, wie wir einen Song haben wollen, welche Stimmung ein Song haben soll. Und dann haben wir die Musiker eingeladen, die dann die Songs eingespielt haben und die haben eigentlich alle unsere Erwartungen nochmal übertroffen und den Songs nochmal den letzten Schliff gegeben. Ganz besonders hat mich auch gefreut, dass ich wieder mit so tollen Musikern zusammenarbeiten konnte. Einige davon auch langjährige Weggefährten, die eigentlich auf allen Alben jetzt schon mitgespielt haben. Auch wenn sie dann teilweise nur eine ganz kleine Rolle gespielt haben oder nur bei einem Song mitgespielt haben, aber trotzdem haben sie alle ihr Herzblut da reingelegt und das Album so zum Leben erweckt. La, 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 la.